Hallo, ich bin Galina. Heute möchte ich Ihnen zeigen, was man dagegen unternehmen kann, wenn der Schrank muffig riecht. Dazu benötigen Sie entweder Katzenstreu, Kaiser Natron, frisch gemahlenen Kaffee, eventuell Essigreiniger. Zu Beginn sollten Sie den betreffenden Schrank immer ausräumen, heiß auswischen, bei besonders hartnäckigen Gerüchen mit Essigwasser oder Essigreiniger und dann trocknen lassen. Gern wird eine Schale mit frisch gemahlenem Kaffee empfohlen. Diese Methode hilft in der Regel durchaus für einige Wochen. Was den einen oder anderen stört, ist jedoch die Tatsache, dass der Kaffee auch einen recht starken Eigengeruch hat. Bei muffigem Geruch durch Feuchtigkeit hilft Katzenstreu aus dem Zoohandel. Hier empfiehlt sich eine Sorte mit Eigenduft. Was gegen Katzenduft hilft, ist auch bei muffigen Schränken nicht schlecht. Der große Vorteil ist, es saugt auch Feuchtigkeit aus Ihrem Schrank. Generell ist auch das regelmäßige Lüften des Schrankes wichtig. Sehr hilfreich und geruchsneutral ist sogenanntes Kaiser-Natron. Dieses bekommen Sie problemlos in der Drogerie. Hier ist es am besten, wenn Sie es großflächig ausstreuen und nach einigen Stunden wieder aufsaugen. Gerüche werden neutralisiert und nicht nur überdeckt. So riecht der Schrank nicht mehr muffig und Sie können Ihre Wäsche wieder in den Schrank legen. Viel Spaß damit!